Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video zu Destiny 2. In diesem Video werde ich euch das Fraktionssystem näher bringen, wie das Ganze funktionieren und ablaufen wird, wo dabei der Wettkampf sein wird, und ich sag's euch schon mal, es ist diesmal spannender als in Destiny 1. Und zwar, wann beginnt das Ganze? Am 26. September, das ist ein Dienstag um 11 Uhr, das heißt, der nächste Wochenreset ist der Start. Was können wir dann machen? Ab diesem Zeitpunkt, also ab 11 Uhr, können wir in den Turm gehen und dort unsere Mitgliedschaft einer Fraktion schwören, ob der zu Kriegskult der Zukunft, der tote Orbit oder die neue Monarchie. Das könnt ihr euch dann selber aussuchen. Die meisten von euch, die ich jetzt im letzten Video so gesehen habe, haben sich entweder schon entschieden oder entscheiden sich, je nachdem wie die Rüstungsteile bzw. Waffen aussehen, und diese werde ich euch auch gleich mal zeigen. Nachdem ihr eure Mitgliedschaft irgendwo angenommen habt und eure Treue geschworen habt, dann geht es nun darum, Tokens zu sammeln. Tokens sammeln könnt ihr bei jeder Aktivität. Das heißt Strikes, Dämmerungsstrikes, Patrouille, öffentliche Events, verlorene Sektoren, Adventures, also eigentlich fast überall bekommt ihr noch zusätzlich Fraktionstokens. Diese könnt ihr dann sozusagen wie auch bei jeder anderen NPC eintauschen und bekommt dann gegen eine bestimmte Anzahl von denen, also wenn ihr genügend abgegeben habt, ein Paket, und dieses Paket beinhaltet einige Sachen und die schauen wir uns jetzt mal an. Für den toten Orbit, so sehen die Sachen hier aus. Die Rüstungsset sehen, ich zeige euch die einfach mal alle, ich werde die gar nicht erst bewerten. Bei den Waffen gibt es einmal das Impulsgewehr, die Handfeuerwaffe, eine Pistole und eine Shotgun. Und dann gibt es immer noch so einen zufälligen Loot, sage ich mal. Da kriegt man immer mit dazu, aber mindestens ein Gegenstand ist dann vom toten Orbit beispielsweise. Beim Kriegskult der Zukunft, so sehen die Rüstungssets hier aus, optisch. Im Inventar kann dann aber so in so einem Rufpaket können dann auch die Waffen drin sein, wie beispielsweise eine Handfeuerwaffe, ein Scoutgewehr, eine Sniper, und das letzte kann ich nicht entziffern, ob es eine Automatik oder ein Fusionsgewehr ist. Auch hier gibt es auch zufälligen Loot, der immer mit dazu gemischt ist. Die neue Monarchie natürlich auch mit einem komplett neuen Rüstungsset, sieht, finde ich, am besten aus. Sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Hier gibt es an Waffen ein Automatikgewehr, ein Scoutgewehr, eine Pistole, eine Maschinenpistole und eine Shotgun. So sehen die ganzen Sachen aus. Ihr könnt euch gerne das nochmal hier anschauen. Ich werde die Bilder einfach nochmal jetzt hier hintereinander weg einblenden, während ich hier rede. Nun aber, wo bleibt denn eigentlich der Wettkampf? Denn wir haben dann eine Woche lang Zeit bis zum 3. Oktober um 11 Uhr morgens, das heißt bis zum übernächsten Wochenreset, haben wir Zeit, unsere Ränge sozusagen aufzusteigen, und dann schaut sich Bungie an, welche Fraktion hat insgesamt mehr Ränge bekommen, wo wurden die meisten Pakete eingelöst, und diese Fraktion hat dann gewonnen. Was bekommen nun die Gewinner dieser Fraktion? Sie bekommen eine mächtige Waffe für 1000 Glimmer. Diese Waffen werden sein beim toten Orbit, also falls der tote Orbit gewinnt, kann man sich für als Mitglied des toten Orbits ein Scoutgewehr vom toten Orbit für 1000 Glimmer kaufen. Wenn man das Mitglied von Kriegskult der Zukunft ist und damit dann auch gewinnt, kann man sich ein Impulsgewehr kaufen, und bei der neuen Monarchie gibt es dann eine Pistole für 1000 Glimmer. Sollte man dann in einer Fraktion sein, die nicht gewonnen hat und diese Sachen trotzdem haben möchte, muss man leider 50.000 Glimmer auf den Tisch legen, was doch schon eine ganze Menge ist. Damit ich euch so ein bisschen die Wahl erleichtern kann, um zu entscheiden, welche Fraktion denn am meisten besucht wird, denn da, wo die meisten Spieler sind, da werden auch die meisten Pakete aufgemacht und diese Fraktion gewinnt mit Sicherheit. Ich habe in den Kommentaren drei Kommentare hinterlassen mit Toter Orbit, KDZ und Neue Monarchie. Lasst einfach unter dem Kommentar ein Like da, unter welchen, also in welcher Fraktion ihr beitretet werdet. Und so erleichtert ihr dem einen oder anderen die Wahl, falls man sich da noch nicht entscheiden kann, weil die Rüstungsset einem sozusagen nicht überzeugt haben oder die Ideologien der Fraktion einen nicht überzeugt haben und. Des Weiteren gab es noch andere Infos neben zahlreichen Bildern, die Bungie veröffentlicht hat, aber das ist für euch eigentlich gar nicht so interessant. Über die Guided Games wurden gesprochen, dass 90% der Dämmerungsstrikes damit erfolgreich waren, was mich so ein bisschen wundert, dass da ein Dämmerungsstrike mit einem komplett random, der vielleicht nicht mein Headset hat, funktioniert.
Ansonsten werden auch noch wieder Wartungsarbeiten für den nächsten Montag angesagt. Dazu wird dann aber nochmal ein separates Video kommen, wenn es dann soweit ist. Ansonsten soll es das mit diesem Video auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet das informativ. Würde mich über einen Like oder einen neuen Abonnenten freuen. In diesem Sinne, lasst dann immer schön schwingen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.